Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Wir sind mit unseren aktuell noch geliehenen New Holland T7 Super Sondertraktor hier unterwegs auf Feld 25 oder 24, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 24, um noch ein paar Steine einzusammeln. Das ist erstmal der aktuelle Stand, denn wir haben sehr, 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 sehr viele Aufträge im Lohnunternehmen aktuell mit Tiefenlockern, mit Steine einsammeln, mit Düngen und so weiter und so fort. Wir kommen tatsächlich auch nur schwierig hinterher, weil eben auch nur zwei Leute immer arbeiten können. Wir haben aber aktuell vor, eine kleine Sonderbestellung zu machen. Da müssen wir mal gucken, das wird dann fürs nächste Mal, glaube ich, ganz interessant für die nächste Folge. Denn es gibt einen Tiefenlockerer, der für unsere Zwecke eher geeignet wäre. Da lasst euch gerne mal überraschen in den nächsten Folgen. Und ansonsten versuchen wir der Sache hier irgendwie Herr zu werden, bevor es nämlich mit der großen Aussaat losgeht. Und dann geht es ja nicht nur mit der Aussaat los, da kommt ja auch irgendwann schon wieder die ersten Ernten und so weiter und so fort. Wenn wir nämlich hier mal in den Kalender reingucken, im Juni geht es auch schon wieder los mit Ernte. Na gut, jetzt haben wir Februar, ne, ein paar Monate zum Ansehen. Und dann geht es auch schon wieder, mit der Ernte voran. Ansonsten sind so nach und nach ein paar Maschinen wieder zurück eingedrudelt an das Lohnunternehmen. Da haben wir wieder ein bisschen was zurückbekommen von dem, was hier von unserem Hof entwendet wurde. Bis jetzt hat sich aber auch sonst noch niemand gemeldet. Keine Polizei, kein Transportunternehmen nochmal. Der Sven, der Anwalt, den muss ich unbedingt noch kontaktieren. Das werden wir auch das nächste Mal dann machen. In den nächsten Folgen machen und so weiter und so fort. Also da steht noch einiges auf dem Plan und vor allen Dingen müssen wir auch ein bisschen der Sache auf den Grund gehen, wieso, weshalb, warum hier alles so gekommen ist und so gelaufen ist, wie es eben gelaufen ist. So. Pietja! Wartest du auf Steine? Juhu! Ich habe mal extra den Anhänger fertig gemacht. Ja, brauche ich eigentlich jetzt aktuell noch nicht. 59%. Aber gut, ich dann lade auf jeden Fall ab nach der Dings erstmal. Wenn du noch kurz warten willst. Ja, ich war. Ja, oder ich bringe ihn hier hoch zu der 9091. Ja, das kannst du auch machen. Gut, dann bringe ich den da hoch. Super, passt. So, und wir rufen einmal den Herrn Sinne an und verbringen dir mal die fröhliche Nachricht von seinem Angebot, was wir ihm nämlich erstellt haben. Was hat denn der Sinne? Was ist denn das von Hof hier? Ja, ich glaube, den erreichen wir gerade nicht, oder? Schauen wir mal, ob wir ihn erreichen. Nee, ich glaube, der geht gerade nicht ans Telefon. Ja, 485.100, genau, ist das Angebot, was er jetzt bekommen soll. Gut, ansonsten. So. Moin. Moin Didi, grüß dich. Ich habe eine Frage. Was macht ihr aktuell alles für uns? Ich gebe dich mal den Willi weiter, aber ich glaube, der ist für euch am Düngen. Genau, aber macht ihr Gärreste aktuell für uns? Nee, ne? Nee, die Felder haben wir abgeschlossen. Die waren abgeschlossen. Habt ihr eine Rechnung für das Rübenschnitzeln bekommen? Weißt du, was zufällig? Ich habe heute was bezahlt, ja, aber ich weiß nicht was. Weil dann wäre ich dir da nämlich auch nochmal ein bisschen entgegengekommen. Was das Rübenschnitzeln betrifft. Du sag mal. Mal. Haben wir die Pacht schon gemacht? Für den ersten Monat. Nee. Die haben wir nämlich noch nicht gemacht. Du pass auf. Ich schick dir jetzt. Was ist alles? Holstein. Oder mal ganz kurz. Didi, du hast bezahlt. Kalken. Und Flügen. Nee, Dings hast du wahrscheinlich noch nicht gekriegt, die Rechnung. Jetzt muss ich mal selber reingucken. Also ich habe das gerade mal überflogen. Ich habe da nichts mit Rübenschnitzel gefunden. Nee, die Rechnung ist auch immer noch nicht gestellt. Gut, alles klar. Kein Problem. Pass auf, Didi. Wir machen Folgendes. Und zwar, ich komme dir bei der Pacht, würde ich dir ein bisschen entgegenkommen. Wenn das für dich okay ist. Ja. Wenn du uns da jetzt mithelft, was meinst du so ungefähr, so für die Felder düngen jetzt? Was wäre da okay?
Wir hatten, was hatten wir Pacht ausgemacht? 3,5, ne? Ja. Ich kann ja nicht sagen, was du dafür nehmen würdest, aber wenn du jetzt auf 3 oder 2,9 oder sowas gehst, also irgendwie so 500, 600 Euro, dann denke ich, ist das in Ordnung. Vielleicht ein bisschen weniger. Ja, komm. Ich meine, pass auf, Pacht für welchen Monat ist das? Februar, ne? Ja. Genau, Pacht für Februar. Okay, Rechnung ist rausgegangen, Didi. Ich hab dir ein Tausender erlassen, ja? Oh, danke, das ist nett. Für die Hilfe. Genau. Ansonsten. Ist bezahlt. Super. Ansonsten würde ich dir jetzt nochmal die Rechnung schicken für die Rübenschnitzelaktion, weil ich glaube, unsere Bürohilfe, die Kara, weiß nicht so richtig, wie sie das machen soll, weil das ja schon ziemlich speziell ist und nicht aus dem Dings. Wir hatten insgesamt 113.000 Liter. Ja. Genau. Dann machen wir hier einen Preis von 40, hatten wir ausgemacht. Und das pro 1000 Liter mal 113. Rüben schnitzeln 113.000 Liter. Okay. Gut, ist damit auch raus, glaube ich. Ne, ist nicht rausgegangen. Ach, das ist aber auch immer. 40, 113. Didi? Ja. Ich hab Hunger. Ja, dann musst du was essen. Ja, aber ich habe keine Zeit zum Essen. Dann musst du deine Mitarbeiter bezahlen, dass sie dir was aufs Feld bringen. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als auch irgendwo auf dem Feld, weißt du, seinen Gewichtsklotz runtermachen und irgendwo schön in Ernte auf dem Feld auf dem Gewichtsklotz zu sitzen und Mittag zu essen. Ja. Schön in der Natur. Sag ich finde das immer geil. Sag ich dir ehrlich, wie es ist, gebe ich dir recht. Zu 100%. Gib dir zu 100% recht. Ich komme jetzt übrigens hoch auf dein Feld Steine sammeln, 90-91. Ja, perfekt. Gell? Okay. Gut, Didi, dann danke dir erstmal vielmals. Wenn noch irgendwas ist, sag Bescheid. Ne? Dann haben wir das aber erstmal alles erledigt mit dem Düngen. Das sind wir gleich quitt. Die Pacht für euer Silo habt ihr da. Wann fliegt denn das erste rein? Wann macht ihr den ersten Schnitt? Oh, ich denke, das wird jetzt irgendwie, ja, diesen Monat, weiß nicht, nächsten Monat, denke ich, wird das erste reinkommen. Okay, alles klar. Gut, so machen wir es. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Oh. Bitte, der Anhänger ist oben, ne? Ja, der Anhänger ist oben. Mal ganz kurz gucken, wie ich am schnellsten zur 90 komme. War doch hier hoch, wusste ich doch. Du sag mal, sind schon irgendwelche Sachen geliefert worden? Aktuell noch nicht. Okay, alles klar. Rudi, was machst du Schönes? Beine vertreten. Ach, Beine vertreten! Groß oder klein? Meine großen Beine. Die großen Beine. Ja, ich hab nämlich übelst Hunger, ey. Ja, ich bring dir was. Was haben wir denn? Ich hab noch nichts zum Mittag gegessen, ey. Und ich sag dir, wie es ist, ey. Ich hab hier nur so eine aufgeweichte Stulle. Die fühle ich jetzt auch so gar nicht. Ja, ich besorg was. Alles klar, lass, gut. Lass dich überraschen. Oh, das ist aber schön, danke. Alles klar, ich rufe mal den Herrn Sinano und unterbreite ihm mal sein Angebot. Ja, mach das. Und Sinni, hallo? Ja, servus, grüß dich. Hier ist Rosa Grad aus Wien. Ach, servus. Hat's denn dein Kollege, dein Mitarbeiter weitergegeben? Der hat mich angerufen und hat mir gesagt, was du gerne angeboten haben wollen würdest. Ja, weil das finde ich ja nirgendwo im Katalog. Das ist halt so selten und so speziell auf jeden Fall der BGM, dass man das so kann. Das findet man ja nirgendwo, dass man da mal einen anständigen Preis kriegt.
Ich wusste ja gar nicht, dass du auch einen Lohnunternehmer öffnen willst. Na, will ich ja nie, aber ich brauche auf jeden Fall ja Haufen Wiesen. Also ich habe einen Haufen Wiesen und dementsprechend auch viel groß. Und wenn ich das alles mit meinem Heckmähwerk und mit meinem Frontmähwerk und dann noch zusammenschwart muss und dann auch noch Allee und dann auch noch pressen, also das ist ja 24-7 mehr Job auf jeden Fall. Ja, das stimmt schon, da hast du auf jeden Fall zu tun. Also pass auf, ich habe einen Preis für dich. Ja. Das wäre jetzt aber ein Gesetz. Das wäre ein Gesamtpreis allerdings, ne? Ja. Und zwar für die Sachen, die du angefragt hast. Genau, das war der Tiefenlockerer, wollte mir anbieten an Ballensammelwagen, weil der andere ist ja zu horrenden Preisen letzte Woche gegangen. Also ich habe jetzt den Ballensammler RBM 2000. Jawohl, das ist sehr knappig gewesen für die Rundballen, jawohl. Richtig, dann den Kombi Blow TL, 4 Meter Tiefenlockerer. Jawohl. Und Big M. Ja. Da bin ich bei 485.100 gelandet. 485.100, also die 100, ne? Ja, ja, also 485.000 kannst du aufschreiben. Ich glaub's ja. Ich habe bei der Gemälde auch gefragt, Urm, ob es eventuell einen Agrarzuschuss gibt für solche Anschaffungen, was moderne Technik betrifft. Ja, okay. Da kriege ich nächste Woche auf jeden Fall eine Rückmeldung. Ja, ich würde das Angebot drinnen stehen lassen. Genau, also wenn die Kollegin von der Gemäß sagt, wir können aber Zugschieß, wie ist denn die Lieferzeit? Sind wir eigentlich relativ flott. Also ich glaube, da werden wir bei den Sachen keine großen Probleme haben. Okay, aber beim Big M nicht. Also ich brauche nur Standardausführung. Ich brauche kein Schnickschnack, kein GPS, was weiß ich, Räsen. Genau, also ich habe jetzt, das wäre auch, dieses Angebot wäre rein auf Standard. Ja, passt. Ja, da haben wir auch jetzt ohne GPS bei dem Big M und so weiter und so fort. Also bei meinen verwinkelten Wiesen würde ich was suchen, macht das ja gar keinen Sinn. Nee, deswegen glaube ich auch, dass wir bei der Standardausstattung relativ schnelle Lieferzeit hinkriegen. Okay, perfekt. 485.000 hört sich schon mal spannend an. Ja, ja. Ich warte auf die Rückmeldung von der Gemä noch. Ja. Und wenn die sagt, wir können auch was zugschießen, dann wäre mir das ganz recht. Dann würde ich gleich sagen, bestell mal, aber darauf muss ich erst warten. Und wenn, dann muss ich noch ein bisschen sporen, dann müssen wir es dann trotzdem irgendwie so peu à peu machen. Dann wird wahrscheinlich der Preis ein bisschen aufgehen. Aber das kriegt man schon irgendwie geregelt. Ja, alles gut, Walter. Sagst mir einfach Bescheid, wenn du mehr weißt, und dann setzen wir uns nochmal in Ruhe zusammen. Jawohl, so machen wir das bei einem schönen Käffler bei euch im Büro. Hä? Aber hallo. Na, das hört sich nach dem Plan an. Super, danke dir vielmals. Jo, danke für deine Info erstmal, ne? Ja, immer gerne. Ciao, ciao. Jo, servus. So, servus. Oje. Also, Fietje. Oswin! Ja, was? Sebastiano ist hier. Was? Beim Händler. Der Wieso? Grade, der arbeitet für den Steiner. Gibt ihm Hausverbot. Der holt gerade das Gerät von dem Herrn Steiner ab. Was für ein Gerät? Na, sein Fendt. Ach so, ja gut. Gibt ihm den... Oh, sicher? Der Herr Steiner sagte, Sebastiano holt das ab. Der hat das gesagt? Ja. Oder dann ist gut, dann gib ihm den Schlüssel und dann ciao. Aber der fährt schon eine halbe Stunde hier im Kreis. Ich habe Angst, dass er hier auf unseren... Ja, der soll er draußen machen. Scheiße, und heute ist die Polizei nicht erreichbar. Das ist eine Katastrophe. Soll er draußen im Kreis fahren? Der soll vom Grundstück runtergehen mit dem Ding. Ja, ist er. Dann ist er wieder drauf. Dann ist er wieder runter. Dann ist er wieder drauf. Dann ist er wieder runter. Nee. Übrigens, die 24 Steine sind abgeschlossen. Ja, habe ich schon abgehakt. Ja, gut. Nee, schick den weg und sag dem, dein Chef hat Hunger, und wenn er hier da unten jetzt Welle und Palaver macht, dann hat er ganz schlechte Karten. Weil hungrige Chefs sind unerträglich. Unerträglich, kannst du dem sagen. Ja, ich habe aber auch ein bisschen Angst, jetzt wegzufahren hier. Ja, das wäre hier. Ja. Ja, mach die Tore zu. Ja, die sind ja zu. Pass auf, ich habe jetzt dem Dings ein Angebot gemacht, ne, den Sinne. Der wollte, den Walter von Sinne, der wollte. In Agriblow, 4 Meter Tieflockerer, wollte einen Rundbeinsammelwagen, den RBM, der unten bei der Versteigerung weggegangen ist. Ja. Und den Big M. Ja, habe ich auch so gedacht, kurz. Big M ist eine Hausnummer. Ich habe dir das jetzt für 485.000... Komm, Sebastiano, sieh zu, mach einen Schuh in die Richtung. Fahr, lauf, mein Junge, lauf. Tschüss, auf Wiedersehen. Entschuldigung. Ja, ist gut. Ist er weg? Jeder? Ich würd jetzt ja sagen, aber ich weiß es noch nicht so. Okay. Zumindest ist er nicht zu sehen gerade. Ja, dann pass auf, ich habe dir jetzt die 485 an den Kopf geworfen und ja. Also der klang ganz begeistert. Wie viel Marge haben wir dabei? 10 sind da drauf.
Okay. Also 100er habe ich Rabatt gegeben, war 485,1. Nein, Sebastiano, falsche Richtung. Aber er, nein, oh nee. Sieh zu. Unfassbar. Ich komme gleich runter und sag dir, da tue ich dir was an. Ich habe aber auch zum gesagt, also beziehungsweise der will, bei der Stadt hat er schon angefragt, ob es irgendwelche Zuschüsse gibt für Modernisierungsmaßnahmen bei Maschinen am Hof. Keine Ahnung, was weiß ich. Ist ja auch nicht unser Schuh. Auf jeden Fall will er das noch abwarten und dann wollte er sich melden. Carsten, den müssen wir da wegscheuchen. Alter, was ist denn hier los? Das ist der Sebastiano, der ist beim Steiner. Oh, warte kurz mein Telefon. Ja. Rosa Kraus, bin Rosenberg am Telefon, LU und Fahrzeughandel, was kann ich für Sie tun? Oh. Moin, ich bin es nochmal, Didi. Ja, Didi, servus, grüß dich. Hast du nochmal einen Moment, oder schlecht? Ja, warte, komm mit. So, hier können wir in Ruhe telefonieren, ich habe den Funk mal ausgemacht. Okay, sehr schön. Du, ich habe eine Frage, beziehungsweise ich brauche ein Angebot von dir. Mhm. Geh mal, öffne mal deinen Katalog. Ja, warte, Sekunde. Warte, lass mich nur hier fix die letzte Dings fertig ziehen. Oh, uno momento, muchacho. Und Rambazamba. Und steh. Gut, yes. So, und dann gehst du auf Fahrzeuge und dann Güllefässer. ja. Kannst du uns mal ein Angebot machen für den Oxbow AT5104 für eine Jahresmiete? Für den 04er? Ja. Ich finde dieses Dreiradgedöns da finde ich nicht gut. Wenn, dann will ich da was mit vier Reifen. Habt ihr schon sowas? Nee. Ja, mache ich dir ein Angebot, ja. Okay, und dann würden wir uns entscheiden, ob wir den nehmen oder nicht. Ja. Jetzt mal gucken, wo haben wir jetzt eine Stunde. Gut, nee, könnte man machen, Didi. Wäre jetzt kein Problem. Sehr gut, dann machen wir ein Angebot und dann sag mal Bescheid und dann schickst du das mal rüber. So machen wir das. Alles klar, perfekt. Guti, bis dahin. Jo, ciao. Oh, der hat immer ein paar ausgefallene Sachen, ey. Da wird dir Himmel Angst. Jahresmiete für ein Dings, ey. Was willst du denn auch immer machen mit der Jahresmiete? Das ist nämlich immer so eine Sache, ey. Was willst du für ein Jahr nehmen, ne? Ist immer schwierig. Wir müssen ja, das Problem ist, wir können die Betriebsstunden nicht absehen in den 12 Monaten. Das ist immer so eine Sache. Also wir wissen nicht, wie viele Betriebsstunden kommen da am Ende drauf. Das ist immer schwierig. Müssen wir gucken, was wir da machen. Lassen wir uns was einfallen. 21.400, viel zu wenig. Viel zu wenig. Das ist ein Gerät, wie viel hat er jetzt kostet? Weit über 300.000? 21.400 kannst du vergessen. Kommen wir nicht mit hin, im Leben nicht. Wäre ein absolutes, hundertprozentiges Minusgeschäft. So. Zack. Upsi. Schön da rein in den Anhänger. Schön da rein in den Anhänger, genau. So. 20% vom Hauptpreis. Warte mal, da müssen wir mal ganz kurz schauen. 20% vom Hauptpreis. Also, warte mal, wir schreiben uns das erstmal auf. Der ATS 4104 Gülle kostet 381.000. Schreiben wir noch Oxbow hin. 381. Ach, Oxbow AT
S irgendwas 3104 war es jetzt, glaube ich, weiß ich jetzt nicht mehr. 5104 Gülle 381.000 Neupreis. Ein Jahr zur Miete für Didi. Rosenberg. So. 381.000, dann wären wir bei 38.000, wären wir bei 76.200. 76.200. Bei 20%. 20% wären 76.200. Wird man damit hinkommen? Wir haben, passt mal auf. Och, warum mache ich das denn immer? Passt mal auf, wir haben einen Preis von Mietpreis, was es uns kostet. 8.000, also erstmal 19.431 sind weg. Dann würden noch 11 mal 3.180 dazukommen. Warte mal, das können wir ja ausrechnen. Selbst das ist zu wenig. Das werdet ihr sehen. Selbst das ist zu wenig. Rechner. So, passt auf. Wir bezahlen pro Arbeitstag 3.810. Das heißt, 11 Tage mal 3.008, also 11 Monate, 3.810. Sind schon 41.900. Sind schon 41.000. Dann kommt dazu die Basis. Ne, wir müssen rechnen. 12 mal 3.810. 45.000, dann kommt dazu die Basismiete von 7.620 plus, da sind wir bei 53.300 ohne eine Arbeitsstunde. 53.300 ohne eine Arbeitsstunde, das ist, bist du selbst mit 76.000 einfach zu wenig. Da bist du selbst mit 20% zu wenig, das geht sich nicht aus. Und überleg mal, die Arbeitsstunde liegt bei 8.000. Was ist denn, wenn der da 10 Stunden drauf ballert? Das sind 80.000. Wieso ist denn die Arbeitsstunde so teuer? Das ist ja völlig irre, oder? Die Miete, wo die Miete abgebucht wird, wenn wir die Maschine vermieten? Naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also eigentlich normalerweise wird die Miete beim Fahrzeughändler abgebucht. Wir könnten es natürlich auch so machen. Wir könnten natürlich vielleicht die Arbeitsstunden extra machen. Kommt darauf an, wie viele Arbeitsstunden da drauf knallt, ne? Betriebsstunden am Ende der Laufzeit abrechnen, ja, das wäre auch eine gute Möglichkeit. Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Dann kommt der wieder mit 10.000 Betriebsstunden und muss nochmal 80.000 ablegen. Boah, Alter. Das ist schon teuer, sowas zu mieten, ne? So ist denn das aber auch so teuer? Das ist echt verrückt. Aber es sind ja die Angaben vom Shop, ne? Ich würde ihm vielleicht ein Angebot machen. Passt auf. Wir haben 53.000 kostet das Ganze. Und würde ihm 5 Arbeitsstunden mit anbieten. 5 Arbeitsstunden sind... Ja. Das ist Wahnsinn, ey. 8.000 die Arbeitsstunde. Ist ja völlig geisteskrank. Mit 5 Arbeitsstunden 40.000 sind wir bei 93.000. Da sind wir bei 93.000. Dann würde ich Ihnen einfach anbieten 100.000 mit 5 Arbeitsstunden.
Und jede weitere Arbeitsstunde muss er bezahlen. Das ist ein gutes Angebot. Das machen wir jetzt noch schnell. Ich glaube, das können wir machen, oder? Da haben wir ein bisschen was verdient. Da haben alle ein bisschen was verdient. Aber nicht mehr 10%. Aber die ist ein guter Kunde. Das passt. Biogas. BGA, 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 BGA. Drüben ist halt Herd. Ja, Didi, servus, grüß dich. Moin. Pass auf, ich habe das mal schnell durchgerechnet und durchkalkuliert. Ja. Also, ich könnte dir ein Angebot für das Ding machen. Ja. Und zwar würde das Ganze betragen für ein Jahr inklusive 5 Arbeitsstunden 100.000 Euro. Dann hättest du 5 Arbeitsstunden mit drin, wenn du mehr wie 5.000 Stunden, mehr wie 5 Stunden das Ding nutzt. Pro Arbeitsstunde halte ich fest, knapp 9.000 Euro. Ich kann es aber nicht ändern, das sind die Preise, die Oxpo festlegt. Und jetzt kannst du dir mal ausrechnen, wenn wir dir 5 Stunden schon mitgeben, was alleine die Arbeitsstunden ohne die Miete von den 100.000 schon ausmacht. Das ist die Hälfte davon, ist nur Arbeitsstunden. Fast die Hälfte. Boah, ich weiß halt nicht, ob ich mit 5 Stunden auskomme, ne? Ja, du kannst mehr machen, aber die müsstest du dann bei Abgabe nachbezahlen. Und der Mietpreis, alles in allem, also liegt auch, also über 50.000 allein Mietpreis und Bereitstellungskosten für 12 Monate, ne? Ja. Das ist einmal Bereitstellungskosten dabei. Und pass auf, wir haben, ich will es hier mal ein bisschen aufschlüsseln, dass du das so nachvollziehen kannst. Wir haben eine Bereitstellungskosten von 7.600 netto. Und wir haben einen Arbeitstag mit 3.800 netto. Das heißt, wir sind allein schon weit über 40.000 für 12 Monate. Plus die 7.600 sind wir über 50.000. Insgesamt waren es, glaube ich, 53.000 oder so. Plus 5 Arbeitsstunden, knapp 9.000. Weil wir müssen ja auch noch ein bisschen was verdienen. Oder 8.000 netto wären es dann. Summa summarum sind wir bei einem Gesamtpreis von circa 94.000. Und 100.000 wäre sozusagen mit unserer Marge. Also da haben wir, sind wir auch weit unter 10%. Ja, ich spreche das mal durch. Das ist irre, ne? Das ist wirklich irre. Ich finde es auch krass. Ich finde es auch wirklich krass. Aber es ist halt ein Jahr so eine Maschine. Gut, guck mal, das Ding kostet netto eine fast 400. Das ist richtig, ja. Ja, wenn du auf dem Ding ein Jahr rumreitest, ist ja klar. Die wollen natürlich im ersten Jahr ist natürlich auch der Verlust am größten mit allem vor zum Völlefanz. Ich weiß nicht, wann so eine Maschine bezahlt sein muss. Ja, ich überleg das mal und dann melden wir uns. Weil die Arbeitsstunde ist halt geisteskrank, ne? Das ist wirklich. Finde ich auch ein bisschen heftig, aber wir können es leider nicht ändern. Ja. Ja, mein Gott, das weiß ich ja, dass das nicht an euch liegt. Gudi, alles klar, Didi, du weißt auf jeden Fall erstmal und hast ein Angebot, ne? Jo. Danke dir. Ciao, ciao. Danke, tschüss. So, was haben wir jetzt? 90,91. Flügen ist wodurch. Steine sammeln. 91,90. 91,90 ist auch durch. Arschlecken. Ich habe keinen Bock mehr mit Steine sammeln hier. Ey, jetzt kotzt wie alle dann, du. Da. Grill. Da, Grill. Da, Grill. Bitte? Hier. 90,91 habe ich fertig gesammelt mit Steinen. Habe ich auch schon abgehakt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich fahre die Karre jetzt wieder rein. Kannst du da nicht auf dem Rückweg noch die 80 und 70 mitmachen? Nee, kann ich nicht. Ich habe immer was gefressen hier, der Scheiße hier. Ja, ich kotz mich an, ey. Also es ist hier unten, es ist aber jetzt nur noch lauwarm. Ich komme hier gerade nicht weg. Grad ja, was ist da unten? Ich verkaufe gerade Geräte und kaufe Geräte an. Och, nee, ey. Gut. Dann, oh, bleib da stehen. Dann komme ich jetzt mal runter zum Fahrzeughändler und wir machen mal einen fliegenden Wechsel. Würde ich vorschlagen. Ja. Ja, aber ja, mach nur in Ruhe. Ja, deine Kundschaft fertig da unten. Ich komm erstmal runtergeblasen, ne? Den Anhänger hier oben müssen wir noch abholen. Ja, mach ich gleich. Guti, alles klar. Weißt du, wo der Günther ist?
Der müsste auf der 120 Grad sein mit Flügen. Okay, alles klar. Guti, bis gleich, ne? Unser ja. MF ist wieder da mit dem Anhänger. Ja, ist noch was zurückgekommen? Ja, MF mit Anhänger ist wieder da. Das Problem ist nur, den MF müssen wir reparieren. Der Sebastiano mit dem 515 da reingefahren ist. Oh. Ernsthaft jetzt? Ja. Wie geht das? Oh, keine Ahnung. Polizei war auch schon da, hat ihn eingesammelt. Echt? Ja. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, der vergisst, dass er hier auch nicht auf irgendeiner so einer Insel ist, ne? Ja. Oh, boah, es ist so warm hier schon im Februar, das gibt's ja gar nicht, ey. Ich schwitze ja drin, wie so ein Dings. So, gut, alles klar, bis gleich, ne? Jo. So, Leute, dann machen wir jetzt erstmal runter zum Fahrzeughändler und schauen mal, was da Schönes los ist. Da brennt wahrscheinlich die Miets da unten. Oh, nee. So, schauen wir mal beim Gunda vorbei. Gunda! Gunda! Hallo! Willi? Ja? Bist du auch im Funk? Nee, ich bin bei Gunda gerade. Steht davor. Gunda, wie ist denn dein Stand? Ich bin mit allem Flügen fertig und habe die Maschine wieder sauber. Also, du bist am Hof? Ich hätte jetzt quasi als nächstes durchgerufen, genau, und der Willi steht gerade vor mir. Ah ja, ich bin auch am Hof. Lass uns mal dort treffen. Jetzt gibt's erstmal einen Kaffee und ein bisschen Kuchen und was weiß ich nicht alles. Super Idee. Okay. 16:30, perfekt. Ja, passt. So. Was hast du denn dabei? Wo steht ihr denn? Ja, hier. Ach, da. So. Oh, perfekt. Aus das Ding, raus da. Moin, moin, Willi. Wie sieht's da aus mit dem Düngen? Fertig. Alle Felder fertig? Die vier Felder, die mir Gunda gegeben hat, ja, die sind durch. Gunda? Hey. Fietje. Fietje, wenn ja, Fietje hat dir die Felder gegeben. gut, die sind auch schon alle abgehakt, wie ich sehe. Flügen ja. 120 habe ich noch. Die fehlt noch, die ist noch, die muss noch abgehakt werden. So weit war ich noch nicht. Aber die ist fertig. Die ist fertig. Perfekt. So, dann haben wir tatsächlich nur noch Steine sammeln, Steine sammeln, Steine sammeln. Warte mal, wir haben noch Steine sammeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Felder. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ich habe schon 3 Felder durchgekloppt jetzt. Meine Fresse, komm, lass mal reingehen. Also, ich muss mal eine kurze Frage. Ich kann nicht so lang. Habt ihr noch Ersatzmesser für die Schneidwerke? Haben wir immer da. Haben wir immer da. Könnte ich mir eine Kiste mitnehmen, dass ich die mach mal reinlegen kann? Ja. Mach mal. Komm einmal mit. So, warte ganz kurz. Geh mal unten ins Lager. So. Oh, das ist gar nicht das Lager. Upsi, was hängt da denn? So, warte ganz kurz. Ersatzmesser. Das war das Sammasch, ne? Ja. Messer, Messer, Sammasch, 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 Messer, Messer. Dings hier. Wie heißen die Kugeln? Ach, die. Naja, du weißt schon. Messer. Hier sind die Messer. So. Ja, bitteschön. Perfekt, danke. So, einmal die Messerchen nimmst du mit. Jo, perfekt, danke. Bis dahin. Man sieht sich. Jawohlo. So. Ah, das sieht ja nach einer ganz anstrengenden Konversation aus hier, die ihr da führt. Oh. Ja, Mahlzeit Oswin. Moin, grüß euch. So, Kuhn, welche war das? Die VB3190, die Rundballerpresse. Okay. Reifen? Hätte ich so Glas auf Trelleborg. Ja, Standard, genau. Genau. Okay. UNVB 31. Auf. Sind wir bei 63,25. Ja. Kaufen, ja? Ja. Ja, das nehmen wir so. Mozartkugeln, stimmt. So, dann habt ihr bestimmt noch was. Ja. Wickler. Hast du noch mehr? Livia. Welchen wollt ihr denn da haben? Den ersten, den Querneland 78-50. Uiuiuiui. Stürmisch heute, stürmisch heute. So windig.
Warum ist das so windig heute? Ja, da windet es ganz schön, ha? Ach, du hast die Tür offen gelassen. Ja, manchmal zieht das hier so ein bisschen. Wickelausführung? Standard. Ihr macht ja Rundballen, ne? Ja. Ja. Also ich würde es euch mit Ballendreher empfehlen. Habt ihr so auf der flachen Seite liegen und könntest du besser verladen, finde ich. Und roll nicht weg. Ja, guter Call. Ja, das ist eine gute Idee. Komm, was kostet? Das kostet ja Aufpreis, oder? Ja, 2000. Ja, nehmen wir mit. Ja, das nehmen wir mit. Okay, die Marke soll quer in Land bleiben? Ja. Ja. Und Folie, Carsten? Da kann ich euch ein schönes Pink empfehlen. Ah, nee, warte mal, ihr seid ihr ein schönes Hellblau. Das ist das Blau, das fühle ich, ja. Ja, also komm, nehmen wir das helle Blau. Dann machen wir das auch, dann bestellen wir den auch noch dazu. Genau. Perfekt. Da wäre mir erstmal ausgestattet. Gut. Den 824 lassen wir direkt hier. Kannst du hier lassen, ja. Ich habe den anderen Fan schon ausgelöst. Mhm. Ja. Sollte dann zeitnah kommen, dann bleibt er nicht so lange auf. Das wäre super. Wir sind nämlich gerade, wir haben alle Wiesen bereit. Wir sind mitten im Schnitt. Das wäre cool, wenn der relativ zeitig eventuell kommt. Ja, ich sag dem Transportunternehmen Bescheid. Perfekt, optimal. Jo, besten Dank. Jo, danke. Danke. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Fietje, was mit dem 824er hier? Das ist der zum Verkauf ist. Achso, der geht weg. Gut, alles klar. Genau. Guti. Aber du hast das mal soweit? Ja, ich hab's. Achso, dein Essen steht. Ja, los, ab ins Büro, alle mal. Jetzt wird erstmal ein Käffchen getrunken, gegessen, ein Stückchen Kuchen und jetzt ist hier Feierabend! Ich habe dir ein paar schöne Tacos mitgebracht. Taco mit Käsesoße. Aber hör auf, mein Magen stürzt sich nach innen, ey. Ich wusste nicht ganz, was du möchtest. Ich habe dir auf jeden Fall auch nochmal die Knobi-Soße mitgebracht und die Aioli-Soße. Nichts mehr. Ich habe so einen Hunger. Das geht nicht. Nein! Rosa Graf, was kann ich für Sie tun? Ich versuche zu essen. Steiner hier, hallo. Ich wollte aber den Feature haben. Was gibt's denn? Ja, ich hatte die Polizei eben angerufen, dass hier jemand nicht so das gemacht hat, was er hätte machen sollen. Warte mal, ganz schön. Hallo? Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. Ach schade, da war das Gespräch unterbrochen. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, meine Lieben. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Ciao.